Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soma Part 9. Und in der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir mit dem Leben gekämpft haben. Wir wurden sehr, sehr krass verfolgt von einer Maschine, einer Krebsmaschine sozusagen. Und ja, wir haben es geschafft, aber wir sind noch nicht irgendwie ganz angekommen. Wir waren mit diesem Schiff sozusagen unterwegs. Und ja, haben leider eine Bruchlandung durchgeführt sozusagen. Und jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht wo, aber wir müssen auf jeden Fall die Arche finden. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, wie das hier eigentlich gewollt ist. Ob man jetzt Arche sagt oder Ark. Wie auch immer. Jedenfalls sind wir jetzt hier und diese kleine Maschine hier, die hat uns hier geholfen, hier rauszukommen, weil die Tür, die hat geklemmt. Und ja, es ist unser neuer Freund und Helfer. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns einfach mal um. Es sieht noch relativ ruhig aus. Hier sehen wir ein paar schöne Tiere. Was haben wir denn hier? Können wir hier hoch? Ist das die Alien-Invasion? Invention? Ah, ein Mensch. Schauen wir mal, was hier passiert ist. Wer ist das? Colin Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Akers is headed for Theta. Delta Lumar Annex, getting a signal but no audio. Strasky, it's Como Raby. Akers has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Strasky? I can try sending. I have pictures. Was für Fotos? Und wer ist Esky? Vor was sind sie weggelaufen? Haben die auch so eine Maschine hier erlebt, sozusagen, das verfolgt hat? Können wir das hier... Ah. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist unser Standort. Und wir sind in der Nähe von Delta. Und wir haben den Übergang von Lambda nach Delta gemacht. Und Theta ist oben. Oben links. Das heißt, wir haben noch ein gutes Stück. Also die Verbindung zu Delta nach Theta müssen wir irgendwie nach oben laufen. Okay. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Was können wir denn hier machen? Passiert hier was? Können wir hier was aktivieren? Was ist passiert? Haben wir hier irgendetwas vollzogen? Können wir das hier wieder zurück? Nö. Natürlich nicht. Einmal aktiviert, immer aktiviert. So nach dem Motto. Ja, dann gehen wir mal vorsichtig wieder raus. Und würde sagen, wir schauen uns weiter um. Was ist das denn hier für eine Gegend? Was ist das hier? Es scheint hier eine etwas größere Station zu sein, aber die Frage ist natürlich, was wird hier gemacht? Ah, das sieht wie so eine Produktionsmaschine aus. Als würde es von Station zu Station hier weitergeleitet werden und irgendwas wird dann halt produziert. Ich weiß es nicht, ich kann es nur mutmaßen. Ah. Hier sieht es schon mehr grünlicher aus. Was haben wir hier? Lunikul Kuhm? Hä? Was es auch immer sein... Hey, could you maybe help? I need to get to Theta. Give me some room, will you? Hey, can you hear me? Don't stand there, you know that, man. Ha! Wie freundlich. Manchmal frage ich mich, wozu die hier rumschwimmen, wenn die eh nichts taugen. Ich komme hier nicht rein. Ah! Unser Freund und Helfer!
hilft uns wieder. Geil. Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe Ihnen ein Zeichen gegeben. Ein Dankbarkeitszeichen. Ich hoffe, er versteht es. Ah, die Tür können wir nicht ganz aufmachen. Was haben wir hier? Können wir das hier betätigen? Passiert hier etwas? Ah, hier liegt jemand. Und das sieht nicht gerade gut aus. Schauen wir mal, was hier war. Also irgendwas hat ihn schon gekriegt, sagen wir mal, weil wenn wir so mal gucken, wie der aussieht, das ist ja krass. Irgendeine, als wäre er infiziert worden oder sowas. Oder es ist ein Maschinententakel gewesen, was ihn so angespritzt hat. Ich weiß es nicht, ich kann wieder echt nur irgendwelche Vermutungen stellen. Was haben wir hier? Was ist das? Zeppelin Control Remote. Auf Lock zugreifen. Invalid Command. Nachrichten. Entwürfe. Ackers zieht irgendeinen blöden Scheiß ab. Gerade hat er den Zeppelin zurück nach Theda gelenkt. Oder Theda gelenkt. Lasst ihn nicht andocken. Zieht ihn verdammt nochmal aus dem Verkehr. Link, Verbindung nicht herstellbar. Nachricht nicht gesendet. Müssen wir hier wieder die Verbindung herstellen? Hier sehen wir, dass wir in Delta sind. Können wir noch hier irgendetwas aktivieren? Gibt uns hier dieser Raum diese Möglichkeit? Nö. Also wir haben auf jeden Fall einen Menschen hier, der leider schon seine Zeiten hinter sich hatte. Leider. Er hätte uns bestimmt sehr weitergeholfen. Da ist jemand bald urlaubsreif. Obwohl es nur eine Maschine ist. Muss man auch nicht verstehen. Aber vielleicht ist es auch wieder so ein Menschenbewusstsein drin. Weil so langsam glaube ich, dass die Menschen so rübergeswitcht werden vom menschlichen Körper zur Maschine und leben als Maschine sozusagen weiter. Das ist richtig krasser Gedankengang, wenn man das so sieht. Was können wir denn hier machen? Können wir hier irgendetwas machen? Ist das ein neuer Raum? Ne, das ist der gleiche, ne? Ja, das ist der gleiche. Ich guck mal eben von hier. Ja, ist der gleiche. Okay, ich glaube, da hinten ist auch noch etwas. Der kann uns eh nicht weiterhelfen. Was ist denn das? Irgendein Terminal. Können wir es bedienen? Ja, wir können es bedienen. Transport. Fehlfunktion. Zeppelin. Echo. Nicht anfordern. Nicht herstellbar, nicht herstellbar. Okay, irgendwie fehlt ja der Saft, habe ich so das Gefühl. Antenne. Okay. Funk. Defekter Audiopuffer. Dateien wiederherstellen. Ja, versuchen wir es. Vielleicht kriegen wir irgendeine Information raus. Zwei Dateien wiederhergestellt. Hören wir uns das an. Strasky, we can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Akers is set on being a stubborn old man. All right. see you soon, Brandon. Happy evac. Ich sehe schon das Datum, 14.08.2103. Wenn ich so überlege, wir waren im Jahr 2015. Da ist schon einiges fortgeschritten. Can you hear me? I hear you, Terry. I mean Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow.
really didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay, also eine Person ist nach Theda gewandert. Jetzt ist halt die Frage, ob dieser jemand, ob er gutmütig ist oder ist das ein Böser? Ich weiß es nicht. Ah, unser Freund und Helfer wieder. Alle guten Dinge sind drei, würde ich mal sagen. Vorhin noch am Schiff uns rausgeholfen, dann die eine Tür und jetzt diese Tür. Schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Was haben wir hier? Knöpfchen, was wir nicht drücken können. Und hier haben wir wieder so eine Maschine. Oder, ich weiß nicht, ob das eine Maschine sein soll. Tentakel. Können wir auf jeden Fall wieder benutzen. Können wir hier drücken? Jawohl. Was haben wir hier? UH-Handbuch. Ah, das ist diese kleine Maschine. K8, UH8, Intelligenz, komplexes AN, 7U, Klasse, leichter Universalhelfer, Fernlenkpilot NA. Okay. Cool. Das scheint so eine Anleitung zu sein, beziehungsweise eine Erklärung. Da eine Antenne, ist es auf dem Kopf. Cool. Anmerkung, das Fahrzeug verfügt nur über die Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Können wir das Ding steuern? Das wäre ja geil. Können wir hier zurück? Nachrichten. Wir haben eine Nachricht vom 12.08.2103 von Kronstedt Theta betreffend Delta-Evakuierung. Terry, es wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Theta am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch, aber natürlich schon. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Kronstedt. Ein Tag später kam eine Mail von Kronstedt Theta betreff deine Beerdigung. Dich, Kronstedt. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnisse, mich zu zwingen, Terry. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest, aber deine Besatzung wird morgen abgezogen, Kronstedt. Und wiederum einen Tag später von Stresky Theta. Evakuierung erfolgreich. Herr Ackers, mit Freuden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Theta sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können, dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken. Peter Stresky, Theta Zentrale. Und hier ziemlich spät, 4 Monate fast später, von Stresky Theta, betreff schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, Herr Ackers oder Ackers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Theta gebracht werden möchten. Peter Stresky, Theta Zentrale. Okay, Log zugreifen, Local Access, Schach. Gegner beschädigt. Können hier Schach spielen, ist ja lustig. Müssen wir den hier wieder wegmachen, damit das funktioniert? Das ist immer so eklig. So, und jetzt? Können wir jetzt hier irgendetwas machen? Ah, wir können das hier ausschalten wieder. Natürlich will ich es erstmal wieder einschalten. Und schauen wir mal. Schach. Schach geht immer noch nicht. Schach spielen bei Soma hier. Läuft. Läuft bei Soma. Okay, ja. Das war's eigentlich, glaube ich, hier schon, oder? Können wir hier noch irgendwas machen? Ah, wir können die Karte hier sehen. Ah. Was? Omikron, Delta, Theta. Ja, ist auf jeden Fall nicht weit. Was haben wir hier noch? Können wir hier die Tür öffnen? Jawohl. Oh, eine Toilette. Okay, hier ist nichts. Ja, ich glaube, hier können wir nichts mehr im Gang setzen. Das ist sowieso alles unter Wasser. Und ich bezweifle, dass die Elektronik hier noch funktionieren wird. Obwohl, mich sehr, sehr wundert, dass dieser Terminal noch angeht. Wasserfest, sage ich nur.
Okay, was haben wir hier? Zeppelin Transport Theater. Können wir hier etwas transportieren? Was zum Teufel? Hier liegt... Hier ist wieder irgendwas am Flackern. Oh Mann, ey. Was ist hier geschehen? Ist hier der letzte Weltkrieg ausgebrochen oder wie? Hier ist auch schon wieder jemand. Krass. Lebt er noch? Bewegt sich zumindest. Hier können wir anscheinend nichts machen. Was haben wir denn hier? Können wir das hier öffnen? Freund und Helfer? Kannst du es bitte öffnen, liebe Maschine? Nee, diesmal will er es nicht öffnen. Hm. Das ist ja doof. Da komme ich ja nicht rein. Warum möchtest du das nicht öffnen? Verbergt da sich etwas? Möchte jemand nicht, dass ich da rein will? Was ist das hier? Was passiert denn? Zwei? Okay. Und jetzt? Ah. Hä? Ist das... Was ist das? Ach, müssen wir die Antennen ausrichten, damit wir Verbindung aufbauen können? Was haben wir denn hier so alles? Linkverbindung hergestellt. Okay, jetzt ist die Frage... Können wir hier irgendwie etwas bewegen? Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Roten gehe, was macht das Rote aus? Scheint wieder so ein Rätselspiel zu sein. Link-Verbindung hergestellt. Jetzt ist halt die Frage, was ich da jetzt freigeschaltet habe. Ah, die Tür lässt sich öffnen. Schauen wir mal. Sesam, öffne dich. Jawohl. Ah, cool. Hier sehen wir Bilder. Was? Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinen Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Okay, was will uns diese... Informationen jetzt sagen. Pillen? Kartenspiel? Kann man den Stuhl hier nicht vernünftig hinstellen? Oh. Mal hier, ne? Schön hier machen, so. Ja, holt euch Stühle von Ikea. Die sind, glaube ich, ein bisschen robuster. Hier, die taugen irgendwie nichts. So, was haben wir hier? Sich anzusehen, wie wow, Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen. Ja, sogar in den Schatten zu stellen. Okay. Ah! Hier kann man Schach spielen. Kann man hier irgendwie zu zweit spielen? Mein Spiegelbild im schwarzen Blut, unserer Verwalterin flüsternd. Ich muss sie aus dieser Hölle retten. Muss sie schlafen lassen. Sie in meinem Klarträumen einschließen. Das geht ja nicht auf. Scheint geschleimt zu sein. Können wir hier irgendwas hier entfernen? Ich glaube, in diesem Raum können wir gar nichts machen. Tatsächlich. Nö.
Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erhofft. Wir haben jetzt im Grunde genommen nur diese Information. Hier haben wir eine Kamera. Gehen wir mal wieder raus. Ich würde sagen, wir werden mal diese Antennengeschichte mal ausprobieren. Gucken, ob wir was bewirkt haben. Aber wir haben ja jetzt diese Linkverbindung hergestellt zu dieser roten Antenne sozusagen. Was ist das denn? Ist das hier so eine Antenne? Ja, sieht so aus. Jetzt ist halt die Frage, ich habe ja jetzt was betätigt. Gucken, ich versuche mal so in Abständen hier die Tür zu öffnen. Versuche ich zumindest. Aber ich glaube, die wird immer zu bleiben. Diese Maschine kann uns anscheinend auch nie weiterhelfen. Jetzt ist halt die Frage, vielleicht wirkt das hier auf diese Aktion hier aus. Hä? Zeppelin? It's everywhere. Okay. What? Hello? Antriebsfehler. Who is this? Helen. What's your name? Simon. Where? What are you? Können wir nochmal mit ihm sprechen? Alan, can you hear me? Alan? Okay, anscheinend nicht. Ich glaube, die Verbindung war falsch. Wir müssen irgendwie die Satelliten anders verstellen, habe ich so das Gefühl. Ist halt nur die Frage, wie. Yeah? You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Linkverbindung hergestellt. Did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Satelliten jetzt mit diesem Terminal hier was zu tun haben. Ich versuche es einfach mal. Ah, ich glaube, wir haben die Verbindung hierhin. Antwort und nicht. Antriebsfehler. Antriebsfehler? Hängen die vielleicht irgendwie fest? Oder haben wir einfach die falsche Antenne erwischt? Müssen wir jetzt vielleicht eine andere auswählen? Okay, jetzt haben wir diese Verbindung hergestellt. Jetzt hoffe ich wirklich, dass es jetzt, ja, das Ergebnis ist, weil sonst wüsste ich echt nicht, wie ich weiterkomme. Zeppelin 049. Ja. Okay, es scheint gut zu sein. Ah, Zeppelin ankommt. Von wo? Jetzt halt die Frage, von wo kommt dieser Zeppelin? Kommt der jetzt hier hin? Sure, was? Ich frage mich, ob wir auch wirklich hier alles erkundet haben. Nicht, dass wir hier irgendetwas übersehen haben. Ah, ich sehe was. Ich glaube, das war richtig. Jetzt stellt sich halt natürlich die Frage, was wäre, wenn ich die anderen Satelliten wieder umgestellt hätte. Aber ich glaube, das hätte keinen Effekt gebracht. Ich bin mir nicht sicher. Was haben wir denn hier? Können wir nicht öffnen? Das ist ja doof. Ah. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ah, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. I
had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Okay. Was müssen wir denn hier machen? Was ist das? Guess I have no choice. Ey, cool, wir haben eine Waffe. Können wir jetzt damit Leute erschießen? Oder Maschinen? Und müssen wir ihn jetzt wirklich... Müssen wir ihn jetzt fertig machen? Mit was schieße ich den? Kann ich den überhaupt abschießen? Ah! Okay. Anscheinend ist es nur von ganz nah einsetzbar. Na, bleib doch hier. Ich weiß, es ist doof. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Aber wir brauchen deinen Chip. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, ich würde sagen... Hey, wir haben die Waffe wieder. Cool. Ob es wirklich funktioniert, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Euch allen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.